Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 11 Jahre mache ich den Quatsch mit YouTube jetzt schon und das ist schon ganz schön lange Zeit. Letztes Jahr am 1. März hatte ich das Kanaljubiläum, das 10-jährige, und ich habe mir gedacht, warum den 1. März nicht als dazu nutze, ein bisschen ein Special-Video rund um den Kanal EP-Fan 95 zu machen. Ich habe euch vor einige Tage auf Instagram gefragt, welche Fakten ihr denn mal gerne über mich wissen würdet. Da kam wirklich einiges rein und ich habe mir gedacht, aus diesem Grund, aus dem Grund des 11-jährigen Kanaljubiläums, jetzt mal ein kleines Fakte-Video zu machen. Viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Los geht's! Mein echter Name ist nicht wirklich EP-Fan, sondern ich heiße im realen Leben Silas. Der Kanalzusatz 95 steht nicht für irgendeine Vorwahl oder für irgendeine Adresse, sondern es ist tatsächlich mein Geburtsjahr, und zwar 1995. Und je nachdem, wie gut oder schlecht ihr jetzt rechnen könnt, bin ich schon relativ alt. Ich bin 1,86 Meter groß. Da reagieren manche Leute, wenn sie mich dann mal in echt im Park sehen, doch etwas überrascht. Viele denken vielleicht aufgrund dessen, dass ich nur auf einem Bildschirm zu sehen bin, dass ich immer nur bis knapp unter die Brust gehe, aber das ist der Perspektive geschuldet. Von meinem Elternhaus aus, und zwar vom Esstisch, sehe ich die französische Vogese. Ich habe also den besten Blick nach Frankreich lange gehabt. Mittlerweile sehe ich lieber von meinem jetzigen Wohnort aus, von den Bergen, den Europapark. Ich war richtig schlecht in Mathe, also so richtig schlecht. Ich habe bis heute keinen Zugang zu der Thematik Mathematik und meine Note war durchgehend auf dem Niveau von einer 4 ab der weiterführenden Schule bis hin zum Abitur. Ich halte mir an manchen Stellen im Geisterschloss im Europapark immer noch die Augen und manchmal auch die Ohren zu, weil ich Jumpscares absolut nicht ab kann und mich da immer zu Tode erschrecke, wenn diese Figuren aus der Wand kippe. Ich bin mit 17 Jahren in einem italienischen Wasserpark kurz vor Schluss noch in den Kinderbereich gegangen und wurde dann bei einer Rutsche zurückgeschickt. Dann bin ich auf dem Rückweg ausgerutscht und derartig auf meinen Hinterkopf gefallen, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte. Zwar keine starke, aber mir war auf jeden Fall den gesamten Abend über kotzübel. In der Videoserie, die der Europapark vor einigen Jahren mal zum Bau von Arthur gemacht hat, bin ich tatsächlich in einem der Videos als Interviewpartner und als Erstfahrer zu sehen. Da ich mich vor See und Meer extrem ekel, vor allem was da drin lebt, wollte ich 2012 in einem Italienurlaub mal so lange nicht ins Meer, bis meine Eltern mir angedroht haben, nicht ins Mirabilandia zu fahren. Und dann konnte ich mich wenigstens mit einer Luftmatratze überwinden, mal ein bisschen durch die Welle zu paddeln. In meiner Zeit, in der ich das Hobby betreibe, damals noch eher im familiären Kontext, zusammen mit meinen Eltern und jetzt natürlich auch eher zusammen mit der Susi, habe ich über 50 verschiedene Freizeitparks besucht. Davon auch Walt Disney World in Orlando, die Universal Studios, aber auch ganz kleine Parks wie zuletzt das Tichiland. Und ich finde, jeder hat irgendwie seine eigenen Vor- und Nachteile. Ich habe soziale Arbeit studiert und das liegt, wenn man Mathematik überhaupt nicht kann, wahrscheinlich am nächsten. Zuvor war ich jedoch tatsächlich auf einem technischen Gymnasium und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch den Grund, warum ich dann soziale Arbeit studiert habe. Ich bin ein Mensch, der Überraschungen kaum aushalten kann. Ich habe damals zusammen mit meiner Schwester kurz vor Weihnachten immer versucht, die Geschenke irgendwie herauszufinden, die uns meine Eltern schenken wollten. Es ist aber selten gelungen. Also ich habe es vielleicht ein, zwei Mal rausgefunden durch unglückliche Umstände, aber dann auch nicht alles. Ich habe eine 4,5 Jahre jüngere Schwester. Wir haben uns damals tatsächlich gar nicht so gut verstanden, aber ich glaube, das ist unter Geschwistern relativ normal. Mittlerweile haben wir aber ein echt gutes Verhältnis zusammen. Ich bin, bis ich 8 Jahre alt war, mit einem Hund aufgewachsen, mit einem Collie, aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich von Hunden nicht mehr ganz so der Fan. Ich mag Katze mittlerweile lieber und lebe seit über 10 Jahren mit Katze mal mehr oder weniger zusammen. Ich habe den Kanal im Jahr 2012, also heute vor 11 Jahren, eigentlich aus purer Langeweile gegründet. Ich habe mir da nichts dabei gedacht. Ich wollte einfach ein paar Baustelle-Eindrücke von Wodan hochladen und ja, 11 Jahre später steht der Kaspar immer noch hier und macht mal mehr, mal weniger gute Videos. Ich war in meinem Leben noch nie in einem Fußballstadion, also weder während eines Spiels noch ohne eines Spiels, möchte mir aber zukünftig mal ganz gerne ein Spiel vom SC Freiburg im Europaparkstadion anschauen.
Das Video mit den meisten Aufrufen ist und bleibt mein Rulandica-Videoblog. Der ist schon damals mega durch die Decke gegangen und generiert immer noch wahnsinnig viele Aufrufe. Danach kommt ein Videoblog von einem leeren Europapark, aber mit Abstand, und ich glaube, das wird auch lange noch so bleiben, ist das Rulandica-Video das meistgesehene auf meinem Kanal. Ein Schnitt eines Videos dauert zwischen 1,5 und tatsächlich auch manchmal 8 Stunden. Das kommt immer so ein bisschen aufs Format drauf an. Themen erklärt dauert wegen der Postproduktion um einiges länger als beispielsweise ein einfacher Videoblog, was eigentlich ein relativ dankbares Format ist, weil man da wirklich chronologisch schneiden kann. Ich war mit 7 Monaten das allererste Mal mit meinen Eltern im Europapark, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum ich bezogen auf die Thematik Freizeitpark so komplett auf den Kopf gefallen bin, weil ich da tatsächlich schon früh Bezugspunkte dazu hatte, und ich glaube, seither verging wirklich kein Jahr, ohne nicht einmal, mindestens einmal im Europapark gewesen zu sein. Meine Europapark-Besuche habe ich tatsächlich noch nie gezählt und werde es zukünftig auch nicht machen, aber so grob überschlage war ich in meinem Leben sicherlich schon mehrere hundert Male, mal länger, mal kürzer, im Europapark, und allein im letzten Jahr dürfte es über 50 Mal gewesen sein. Genaue Zahlen habe ich da aber tatsächlich nicht. Der Kanal EPFan95 hat in den letzten 11 Jahren über 400 Videos hochgeladen und insgesamt gute 14 Millionen Views generiert. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, so von Zahlen zu sprechen, aber wenn man sich das mal vor Auge hält, ist das schon eine ordentliche Menge, und hätte ich damals bei Kanalgründung tatsächlich nie gedacht, dass es tatsächlich mal irgendwie ansatzweise diesen Weg nimmt. Mein kürzester EP-Besuch, der ging nicht mal 60 Minuten. Ich bin da auch nichts gefahren. Ich gehe tatsächlich manchmal vormittags vor der Arbeit oder auch nachmittags nach der Arbeit hin, um mir bewusst Zeit für ein Video zu nehmen. So oftmals zum Beispiel für die Formatserie Themen erklärt. Besonders in den Jahren 2017 und 2018 war ich mir über meinen eigenen Kanalweg oder das, was ich will, noch gar nicht so klar. Ich habe ja 2017 intensiver angefangen, Videos zu machen, und war da aber oftmals so ein bisschen selbst mit unzufrieden und habe tatsächlich dann zweimal überlegt, den Kanal komplett an den Nagel zu hängen. Heute hätte ich es wahrscheinlich sehr stark bereut. Ich wohne gute 15 Minuten vom Europapark mit dem Auto entfernt. Ein kleiner Funfact: Wenn ich mit dem Zug fahren würde, würde ich über eine Stunde unterwegs sein. Das heißt, mit dem Fahrrad und zu Fuß ist nicht arg viel länger, als wenn ich auf die öffentlichen Verkehrsmittel setzen würde. Ich war mal mit dem EP-Tobi im Steinwaser-Park, und da sind wir mit dem Alpine-Coaster, der parallel zum Sessellift verläuft, den Lift hochgefahren, und einer Frau, die im Sessellift saß, ist eine Tasche runtergefallen, und zwar ins Hirschgehege. Der Mann, der hinter der Frau saß, also in der Gondel hinter der Frau, hat dann nur gerufen: "Schatz, deine Tasche!" Und das war der Running Gag für den Rest des Tages, und ist auch über fast 10 Jahre später immer noch ein absoluter Running Gag zwischen Tobi und mir. Ich fand tatsächlich bisher keinen der besuchten Parks so richtig schlecht. Es gab natürlich ein paar Enttäuschungen. Dazu gehöre für mich ganz klar Alton Towers, den ich 2013 besucht habe, SeaWorld Orlando, den ich 2016 besucht habe, und im letzten Jahr Park Asterix. Das waren alles Parks, von denen ich insgesamt ein bisschen mehr erwartet habe, und dementsprechend ist die Enttäuschung dann natürlich auch ein bisschen groß gewesen, weil die Erwartungen nicht direkt erfüllt wurden. Leute, die schon länger meinen Kanal verfolgen, und mit länger meine ich tatsächlich ziemlich weit in die Anfangszeit zurück, wissen wahrscheinlich, dass ich Schlagzeug spiele und gar nicht mal so aktiv bin, aber ich kann es noch ein bisschen, und ich habe tatsächlich in diesem Instrument das bronzene und silberne Leistungsabzeichen, heißt es, glaube ich, gemacht. Ich schaue tatsächlich relativ viele Freizeitpark-Videos auch von anderen Freizeitpark-Bloggern an, würde mir aber meine Videos persönlich, glaube ich, gar nicht anschauen, weil ich das immer ein bisschen unangenehm finde und weil ich ungefähr ja immer weiß, wie ein Video strukturiert ist und wie es am Ende aussieht, was, glaube ich, ziemlich schlimm wäre, wenn es nicht so wäre. Seit Erstellung des Kanals habe die Leute insgesamt über 1.450.000 Stunden damit verbracht, meine Videos zu schauen, und an dieser Stelle kann ich nur sagen, herzliches Beileid. Mein Coaster-Count liegt bei über 330, das heißt, ich bin mit über 330 verschiedener Achterbahnen in Europa und in Teile von den USA gefahren. Ich zähle tatsächlich aber alles, also jede Grauzone wird bei mir gecountet, denn der Spruch zählt, Count ist Count.
Als Kind war meine Lieblingsbahn im Europapark Wichtelhause. Ich wollte aber nie in das Nashorn sitzen, vor dem hatte ich immer Angst und meine Eltern tun mir im Nachhinein wahnsinnig leid. Die musste nämlich tatsächlich immer drauf warten, bis der Elefant an der Reihe war und erst dann wollte mein jüngeres Ich mit Wichtelhause fahren. Ja, Kinder sind manchmal echt kompliziert. Eine USA-Reise ist für Susi und mich in nächster Zeit tatsächlich gar nicht geplant und eher mal zweitrangig. Wir wollen uns zunächst erstmal Europa noch ein bisschen mehr erschließen und zwar den Norden von Europa mit Skandinavien. Und als weitere Reise ist dann tatsächlich auch mal geplant, bevor wir nochmal in die USA gehen oder bevor wir überhaupt mal in die USA gehen, nach Japan zu fliegen und dort die beiden Disney-Parks besuchen. So ein richtiges Lieblingsvideo auf meinem Kanal habe ich persönlich selber gar nicht, aber ich muss sagen, wenn ich mir eine Serie raussuchen dürfte, dann ist definitiv die Europapark für zu Hause Serie, weil die einfach aus einer ziemlichen Scheißzeit mit Lockdown und langen Schließungen von Freizeiteinrichtungen doch irgendwie so ein bisschen was Lustiges hatte und was auch wirklich extrem gut ankam, womit ich selber nie gerechnet hätte. Ich besitze tatsächlich kein oder nicht so viel Freizeitpark-Merch. Zum Beispiel habe ich bisher in dieser ganzen Fan-Karriere nur 3 Freizeitpark-Shirts besessen. Das war einmal eins vom Smiler, eins von der Expedition GeForce und was ich mittlerweile auch immer noch ganz gern anhabe, ein Shirt von Bubba Svens. Aber in dem Jahr Disney hat mir die Susi ziemlich coole Sache gekauft. Zum Beispiel dieses Ratatouille-Auto hier. Das fährt rum, hat einen Motor. Wild. Ich musste tatsächlich noch nie von einer Attraktion brechen. Es war nur einmal ganz kurz davor. Leute, die an meinem Community-Treffen 2018 mit dabei waren, können sich noch erinnern. Auf der Freiburger Messe gab es den Avenger. Das ist ein KMG-Inversion und da bin ich nach der Fahrt mal etwas zerstört gewesen, aber es kam ja Gott sei Dank noch nirgends nach irgendeiner Achterbahn oder Attraktion hoch. Meine längste Wartezeit in einem Freizeitpark bisher war tatsächlich 2012 am Saisonstart im Europapark, als Wodan eröffnet hatte. Da sind wir 2,5 Stunden angestanden. Der Witz ist aber, am Tag davor fand ein Fan-Event statt, wo Fans exklusiv die Bahn fahren konnten. Da haben wir nur 20 Minuten gewartet. Also etwas unnötig irgendwo. Ich träume tatsächlich ziemlich oft von Freizeitparks, wenn, dann sind es aber richtig weirde Träume. Oftmals erscheint tatsächlich der Europapark als Freizeitpark-Bild sozusagen, aber das sind dann Träume, wo plötzlich ein Eurostar-Zug auf dem Silverstar fährt und andersrum, also so richtig deutlich kann man das nicht und ist auch ganz schön verwirrend. Ich bin nicht so der große Leser, ich habe in meinem Leben vielleicht 6, 7 Romane gelesen, ich kann mich da nicht so verlieren und auch nicht so fokussiere drauf, was aber nicht heißt, dass ich nicht gerne lese. Ich lese viel historische Sachen, ich interessiere mich sehr für geschichtliche Dinge, rund um Städte vor allem und Landschaften, wo man dann auch unterwegs ist, wenn man Freizeitparks besucht, aber Romane als solches finde ich leider wenig ansprechend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen als hier am Kaiserstuhl. Ich liebe die Region, ich liebe das Wetter, ich liebe die Nähe zum Europapark und auch den Rhein, die direkte Nähe zu Frankreich, die direkte Nähe zur Schweiz, die einem so viele Möglichkeiten eröffnet. Man ist schnell im Schwarzwald und deswegen habe ich auch noch nie mit dem Gedanken gespielt, von hier wegzuziehen. Ja, das waren ein paar Fakten über den Kanal EPFan95 und über meine Person. Ich hoffe, ihr fandet sie interessant. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere erfahren, was ihr noch nicht so wusstet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in spätestens 3 Wochen dann zum Saisonstart im Europapark. Und ansonsten hält der März auch noch die ein oder andere interessante Videoidee bereit. Ihr dürft gespannt sein, ich bin's auch und ich freue mich, wenn ihr mich weiter auf dem Weg hier auf dem YouTube-Kanal begleitet und bedanke mich natürlich auch für alle, die, egal wie lange sie schon dabei sind, sich wöchentlich oder zweiwöchentlich oder in dem Rhythmus, wo ich halt Videos hochlade, sich das auch immer antun. Das freut mich am meisten und ich würde sagen, bis dahin bleibt dran und habt eine schöne Zeit. Ciao.